Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smart Home für alle. In einer letzten Folge habe ich Ihnen bereits den Control Pro der Firma Peak NX vorgestellt, damals eher von der Hardware-Seite aus. Zusammenfassend kann man dazu noch einmal sagen, dass es sich bei dem Control Pro um einen leistungsstarken Rechner für den Wandeinbau handelt. Er verfügt über ein 18,5 Zoll Touchscreen und besitzt ausreichend Rechenleistung, sodass er nicht nur interessant ist für die Visualisierung in der Gebäudeautomatisierung, sondern auch fürs TV-Schauen, fürs Videoschauen, fürs Hören für Musik oder für die Verwaltung von Musik. Heute möchte ich etwas mehr auf die Software- und Designseite eingehen und habe dazu hier im Hintergrund schon einmal die Cube Vision geladen. An der Bedienung kann man sehen, dass es sehr gut und flüssig funktioniert. Ich kann die Räume wechseln, ich kann Außenansichten wechseln, hier zum Beispiel die Nordansicht. Ich kann über die Räume kann ich halt verschiedene Funktionen wie Steckdosen und Lichter und so weiter ganz einfach schalten und dimmen. Habe hier noch eine Übersicht, ob die Fenster geöffnet sind. Ja, und an der Bedienung, ja, an der flüssigen Bedienung und sowas kann man halt sehen, dass der Rechner ausreichend Leistung hat und dass der Touchscreen sehr gut funktioniert. Ja, entscheidet man sich für ein Control Pro, hat man die Möglichkeit, direkt über die Herstellerseite an eine Vielzahl von sehr nützlichen und hilfreichen Software-Plugins zu gelangen. Diese Software-Plugins gibt es zum Beispiel für den Quad-Client von Jira. Man hat da dann die Möglichkeit, Fremdprogramme aus dem Quad-Client heraus aufzurufen. Man kann Internetradio in den Quad-Client einbinden. Man hat die Möglichkeit, Anruflisten aus einer Fritzbox heraus auszulesen. Oder man kann einen Quad-Client mit einer Fritzbox über Logikbausteine vernetzen. Der Hersteller arbeitet immer weiter an sehr nützlichen Plugins. Und parallel weiß ich, dass man dort auch an einer eigenständigen Visualisierung für die Gebäudeautomation arbeitet. Ja, und im Zusammenhang mit der schon beschriebenen KNX-Schnittstelle des Gerätes ergibt das natürlich ein super Paket. Für aktuelle Informationen schauen Sie dazu bitte auf die Internetseite des Herstellers unter peaknx.de. Um die Panel vom Design her in einen Raum einfügen zu können, bietet PeakNX insgesamt 5 verschiedene Frontglasmodelle mit verschiedenen Designs. Die Frontgläser sind allesamt aus Sicherheitsglas gefertigt und werden über ein Magnethaltesystem im Panel gehalten. Als Basics gibt es natürlich die Farben Schwarz und Weiß. Die dürften natürlich die Farben sein, die am meisten verkauft werden. Wer es etwas bunter mag, hat zum Beispiel mit der Variante Abstract 1 ein etwas farbenfroheres Glas. Wer es zum Beispiel etwas schlichter mag oder Betonwände hat, der kann mit dem Betondesignglas arbeiten. Wer es in Sachen Frontrahmen oder Frontglas etwas individueller mag, hat auf der Internetseite des Herstellers unter peaknx.de die Möglichkeit, einen Panel Designer zu nutzen. Das geht ganz einfach, indem man unten links auf den Button Panel Designer klickt. Man gelangt dann in die Eingabemaske, wo man halt eigenes Bildmaterial, zum Beispiel aus dem letzten Urlaub oder sowas, hochladen kann, entweder als Photoshop-Vorlage oder als JPEG-Datei. Die optimale Auflösung beträgt hier 3000 x 1800 Pixel. Ich habe ein Foto vorbereitet und lade das mal hoch. Ja, die 0,5 MB sind schnell hochgeladen. Direkt im Anschluss daran hat man die Möglichkeit zu sehen, wie das Panel mit dem eigens hochgeladenen Bild wirkt. Nicht nur das nackte Gerät an sich, sondern auch der Rahmen in verschiedenen Räumen. Hier zum Beispiel ein Eingangsbereich, ein Esszimmer oder halt auch in 2 Wohnzimmern. Ja, ich hoffe, dass ich Sie mit meinem Video etwas mehr in die Welt von PeakNX und Control Pro einführen konnte. Falls Ihnen das Video
gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Ja, und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis bald.